dickes Schwein, fette Sau, dein Leben lang. Wie geht man damit um? Ich habe relativ früh gelernt, ein bisschen mit Humor damit umzugehen. Meine Mutter hat mir früh beigebracht zu sagen, naja, wenn dich jemand fettes Schwein nennt, dann grunzt er halt zurück. Ne? Humor ist so eine Umgangsstrategie damit. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht irgendwie bei mir auch so ein paar Spuren hinterlassen hat oder dass mich das nicht auch geschmerzt hat. Ne? Du warst schon immer dicker als andere Menschen? Ich war meistens dicker als die Leute in meinem Umfeld, genau. Also auch als Kind schon, schwerer? Ja, genau, also vor meiner Einschulung hat eine Ärztin schon zu mir gesagt, du musst mal ein bisschen aufpassen, sonst passt du bald nicht mehr in deine Kleidchen rein. Das ist so, stimmt nicht, du hast ein Kleid ich sage heute immer, stimmt nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie darauf kam. Heute gibt es ja auch Kleidung in größeren Größen, mehr als damals. Aber die hat mit einem Blick auf meinen Körper quasi gedacht, ne? Irgendwie, ja, die bewegt sich nicht und die frisst ja schon viel, auf Berlinerisch gesagt, ja. Mhm. Und das war jetzt nicht meine Hausärztin, sondern das war eine Ärztin, die meine Schultauglichkeit oder sowas bewilligen sollte. Und was war das Schlimmste, was dir passiert ist? Ich mag mal ganz so eine Top Ten angeben. Ich glaube, wollen jetzt eine Top Ten Liste, ist doch klar. Habe ich jetzt ja nicht vorbereitet. Ich glaube so, ne, diese, also so das Wort Fett in Verbindung mit so einem süßen, niedlichen Tier. Ne, also so Schwein, was ja ein ganz niedliches Tier ist, oder gerne auch Walross. Das sind so die Sachen, die viel gefallen sind. In meiner Kindheit habe ich auch gehört, die deutschen Panzer rollen wieder.